Hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich, schätze ich mal, letzten Episode von Bioshock Infinite The Burial at Sea. Und wir müssen von irgendwoher, also wir wissen ja sogar von wo, das Ass im Ärmel besorgen und dazu müssen wir in Soochongs Klinik. Jetzt mal der nette Typ hier will uns mal weiterhelfen. Oder auch nicht? Nein, na dann halt nicht. Kann ich hier durch? Nope. Rapture Radio. Dann würde ich mal sagen, hier durch. Oh, hallo. Was haben wir hier gelesen? Ach, ein paar Codes, die kennen wir ja schon. Die Pearly Gates, die kennen wir ja auch schon. Oh, hallo. Mr. Big Daddy. Pearly Crews get within the drill, cause subject to become unreliable, unstable. Launching option to be removed from drill in future models. Interessant, interessant. Oh, da ist ja noch einer. Die sehen aber alle irgendwie nicht mehr so lebendig aus, muss man sagen. Oder sind das generell nur die Anzüge? Ich glaube, da steckt schon wer drin. Egal. Wir müssen das Ass finden. Kann ich mir nicht den Bohrer mitnehmen? Nein. Printing Solution of Fungal Genetics. Okay. Ich höre was. Wieder Chamber. Prototype. Ich höre einen Big Daddy. Okay. Oh, die geht ja auf. Und das sind zwei Little Sisters. Ganz ruhig bleiben. Moment mal, ich konnte ja gerade irgendwas drücken. Bei denen geht nix. Dann mal den Big Daddy untersuchen. Alright. Let's see here what we could do. Can't hurt anyone. Scary. Shh. Shh. Can you move? Can you just move a little bit for me? Don't. I don't know how to help you. I don't. No, he's just hurt. He just needs somebody to figure out how to fix him. Maybe there's some, I don't know, is there some documentation for him around here or something? Right. Look who I'm asking. Finde einen Weg, den Big Daddy zu reparieren. Gut, ich würde sagen, dann fangen wir am besten gleich mal bei den Big Daddies, die am Anfang herumhangen. Da wäre, glaube ich, mal ein guter Punkt, um anzufangen. Oder vielleicht hier? Notiz. Encoded. Big Daddy will not imprint. If not imprint, what good is he to little sister? She no like him. He no like her. Situation is impasse. Unacceptable. Okay. Was ist denn das für ein Geräusch? Moment mal, lag der Bohrer hier auch vorher schon am Boden? Hier finde ich jetzt aber irgendwie nichts. Nö, nö. Ich schätze mal, komplett zurückgehen wird nicht irgendwie zur Lösung des Problems beitragen. Ja, dachte ich mir schon. Was soll ich mitnehmen? Gibt's ja nichts. Okay, das zeigt in diese Richtung. Hier drin ist auch nichts.
Oh, noch eine Notiz. Oh, okay, hier. If stupid beasts had a half brain, they would realize they need little sister to live. Sisters secrete only kind of atom that is genetic match for them. No little sister, no big daddy. Okay, das heißt also, wir haben das Geheimnis gelüftet und können unserem Freund hier jetzt helfen. I've got to do something. Hm? Ja, dann mach. Big monster sick. It's okay. It's okay, please. I don't know how to help him. He needs Adam. I don't have any of that. I don't know what to do. Going to die. Not fair. We can help. Ja, und da steht er wieder. Sehr schön. So gefällt mir das. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Sehr schön. Und ich kann endlich weiter. So, hier geht nichts auf. Hier läuft es rot. Und kann ich auch nicht durch. Dann mal grob geschätzt hier entlang. Was ist denn dieser Schatten? War es ein Fisch? Oh, das geht aber auf. Ein Audio-Tagebuch von Su Chong. Abspielen. Danke. Is that to your puppy? She's very pretty. Thank you, Papa Su Chong. Break her neck for me. What? Break that sweet puppy's neck. No, please. Break that puppy's neck. Would you kindly? No. No. Sag nicht, would you kindly. Sind das dieselben oder sind das andere? Ich glaube, das sind dieselben. Na schön, dass es ihnen gut geht. Oh, Knopf drücken. Maybe if I modify the genetic sequence to... sequence to allow for... Get away, you filthy little shit! What? What are you doing? Get back! Get it back! Bitte greif nicht mich an. Alles wieder cool? Alles wieder cool. Okay. There's the ace. Moment mal, auf Feuer. Voxophon? Aufheben. Wobei, es ist ja gar kein Voxophon, Blödsinn. Aber auch egal. Mal den Umschlag öffnen. This is it. This is the ace in the hole. All the pain. And all of the death for this. Okay, dann wieder zurück zu Atlas. Kommst du mit, Big Daddy? Dann kannst du noch jemanden von mir aus gerne deinen Bohrer reinrammen. Nein? Na, dann bleib hier. Wir gehen jedenfalls wieder zurück. Wand betreten? Nein, noch nicht. Vorher noch umsehen, immer umsehen. Auch wenn es hier nichts gibt. Kacke. Ja, dann mal rein in die Wand. Oh, was ist zur Hölle? Das sind ja lauter Automaten. Okay, und ich glaube, da vorne steht schon Adam. Atlas. Nicht Adam, wie komme ich auf Adam? Egal. Hey, Sister. Over here.
Do you have it? I have it. Give it over, then. I'm keen to get this brat off me hands. You know what? Andrew Ryan said I was a rube. But he was wrong. I'm not the rube, Atlas. You are. We both know what happens next. Just get it over with. Well, love, if you insist. This? It's just a bunch of gibberish. What does this say, you little whore? Hey! What does this say? Activation phrase. Now all we've got to do is get that genetic freak of nature on an airplane and Rapture's ours. Yeah! Save the world entire. This is you who are the savior. I can see all the doors. And what's behind all the doors? And behind one of them, incredibly, I see him. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit. Was soll ich dazu jetzt sagen? What the fuck? Einfach nur... Meine Fresse! Ja, okay, dann muss ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen drüber nachdenken, was zur Hölle da jetzt zum Schluss abging. Denn so einfach ist das für mich persönlich jetzt nicht zu durchblicken. Aber naja, trotzdem würde ich insgesamt sagen, ein schönes Abschiedsgeschenk
von Irrational Games, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Warum auch immer Ken Levine oder Levine, wie spricht man den richtig aus? Egal. Warum auch immer er sich dazu entschlossen hat, das Studio zu schließen, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das letzte sein wird, was man von Bioshock gehört haben wird, denn die Marke ist für 2K, glaube ich, ein bisschen zu wichtig, als dass sie die sterben lassen würden. Aber nein, wir werden sehen. Jedenfalls wird es anscheinend nicht mehr mit Elizabeth weitergehen, was ich ein bisschen schade finde. Aber naja, neue Charaktere, neues Glück, kann ja auch nicht schaden, aber finde schon geil, wie sie Bioshock 1 und 2 und Bioshock Infinite jetzt mit dem DLC miteinander verbunden haben. Das war schon geil gemacht. Ich meine, die erste Episode, die war noch ein bisschen... Aber Episode Nummer 2 jetzt, geil. Kann ich nur sagen, ich meine, eigentlich im Prinzip so wie bei Bioshock Infinite schon. Rein spieltechnisch gesehen, Standard. Da ist nichts Großes dabei, aber einfach Story, Inszenierung, so geil gemacht. Gefällt mir einfach richtig gut. So, und damit bleibt auch ehrlich gesagt nicht mehr viel dazu zu sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt und bis dahin sage ich Tschüss, zu Wiedersehen. Und man sieht sich. See the pyramids along the Nile. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember to your home again. You belong to me. Yeah? Maybe about it. Can I clap? Thank you.
always hot and hurried like a rat in a race. Life can fly by at such a frantic pace. Need to freeze the moment, put your worries on ice. We got a plasma for you, that's just the spice. Chill out. Relax. Be cooler than the coolest hats. When things heat up, don't be a fool. With Old Man Winter, you can keep your cool. Feeling hot under the collar? Stay frosty with the plasmid that lets you enjoy life at a cool pace. Turn down the heat and turn up the ease and relaxation with Old Man Winter from Ryan Industries. Keep your cool with Old Man Winter.